Hallo und herzlich willkommen zurück zu Daily Dose of Space Engineers. Ich bin nach wie vor auf diesem Planeten. Allerdings habe ich etwas gescoutet. Ich habe geguckt, ob es hier vielleicht Uran gibt. Und wie ihr seht, ja, ist mein Akkustatus jetzt nicht mehr der beste. Wir haben nur noch 48% Batterien. Wir waren unten auf 42. Ich habe allerdings ein bisschen Windturbinen an das Ding rangepackt, dass ich, wenn ich park, ein bisschen nachladen kann, während die Raffinerien laufen. Die laden jetzt ganz langsam. Also wirklich langsam. Ich möchte gern aber noch ein bisschen Silber holen. Ich habe jetzt hier direkt über dem Silbervorkommen geparkt. Ich möchte hier noch ein bisschen mehr Silber mitnehmen. Sicher ist sicher. Und dann zurück zur Schredder. Und gucken, dass wir den Arc-Reaktor bauen können. Und ja. Das war so der Plan. KI-technisch ist mir auf diesem Planeten jetzt im Grunde genau gar nichts begegnet. Das ist jetzt eher interessant. Ich bin gespannt, wie sich das dann auf anderen Planeten verhält. Weil was ich definitiv machen werde als nächstes, ist nochmal rüber zu dem Eisplaneten springen. Da der Schredder die vier Tankpots verpassen. Ja, ich habe da was vor. Und auch gleich entsprechende Wasserstofftriebwerke verpassen. Dass das Teil theoretisch ordentlich in der Lage ist zu fliegen. Und natürlich auch gleich entsprechend tanken. In der Hoffnung natürlich, dass das Silber jetzt ausreicht, dass wir den Arc-Reaktor bauen können. Weil dann sollte der nächste Weg sein, ja, andere Planeten erkunden, ob wir irgendwo Uran herkriegen. Dreh-Sert Skeletor. Aber ist auch nur ein Cargo-Schiff. Hoffe ich. Ich hoffe, dass es nur ein Cargo-Schiff ist. Das sollte ein ganz normales Cargo-Schiff sein. Silber hat es hier eine Menge. Das ist auf jeden Fall schon mal... Das war die falsche Taste. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Diesen Planet hier mit einem atmosphärischen Schiff, das sonst nicht wirklich bremsen kann, ist ein bisschen meh. Da... Man hört die Frau im Hintergrund. Der Hund hat wieder irgendwas angeknabbert. Ja, das heißt Planeten erkunden und hoffen, dass wir auf irgendeinem Planeten auf Uran treffen. Oder wir müssen tatsächlich unser ganzes Uran durch Piraterie ergattern. Was, wie wir ja gelernt haben, möglich ist. Weil ich will auch wissen, wie der Arc-Treibstoff, wie lange der hält. Ich habe mir jetzt die 500 Einheiten gemacht. Weil sobald der Arc-Reaktor läuft, will ich die anderen Reaktoren ausschalten. Ich möchte in den Reaktoren so eine kleine Restmenge Uran haben für Notfälle. Aber sonst eigentlich dann nur vom Arc-Reaktor runter arbeiten. Ich weiß jetzt noch gar nicht, wie viel Silber ich mitnehme. Mache ich mal das Inventar noch. Und dann gucken wir mal, wie viel wir haben. Ich war ja vorhin schon irgendwo bei 37 Tonnen. Ich hoffe, dass wir da... Schon wieder die falsche Taste. Das mit den Tasten habe ich heute, ne? Oh nein. Oh nein. Nur weil ich mich da unten in den Tasten verklick, habe ich jetzt ein... Fuel critical. Hui, das war knapp. Aber ich hab's geschafft. Tank. So, wieder voll. So, was haben wir an Silber? 48 Tonnen Silber. Und der Arbeit ist immer noch ein Magnesium, das ist gut. Und wir haben auch noch Eis. Ja, du tankst ja immer noch. Aber das ist auch okay. Ich hätte, bevor wir los hochfliegen, hätte ich nochmal eine ganze Menge Eis mitgenommen. Dass wir der Schredder auch weiteres Eis verpassen können nachher. Weil
mehr Sprit und so. So, jetzt machen wir noch ein Inventar voll. Dann haben wir so ungefähr 50 Tonnen. Der Hund ist unter mir. Hallo Hund. So, Entschuldigung, ich hatte gerade Hundebesuch. Das muss sein. Das muss sein. So, wir haben jetzt... Komme ich auf die 50? 48. 51. 51,2 Tonnen Silber. Das sollte normalerweise reichen. Würdest du bitte deinen Bohrer dir nicht ins Gesicht halten? Danke. So. Das heißt, du bist voll. Du hast jetzt 90%. Also, es fehlt nicht mehr viel Sprit. Jo, wir sind bei 95. Was sagen die Batterien? ...1,46 Megawattstunden. Ja, das ist so langsam. Ich sollte eigentlich die Raffinerien ausschalten. Sollte ich ausmachen? Und dann... sollte es mit den Batterien auch besser aussehen. Vollständig aufgeladen in einem Tag. Ja, die O2-H2-Generatoren laufen ja auch noch. Jetzt habe ich die Raffinerien mal aus. Jetzt würde ich sagen, jetzt demontieren wir die Windturbinen wieder. Weil die will ich natürlich nicht mitnehmen. Huch. Das war klar, dass jetzt mein Inventar voll ist. Logisch. Wann auch sonst. und dann würde ich sagen, fliegen wir, drehen noch einmal kurz um, holen da oben noch etwas Eis und dann gehen wir zurück zur Schredder, in der Hoffnung, dass ich mit dem Gewicht, das ich jetzt habe, hier auch wieder wegkomme. Schon wieder voll. Kriege ich keine 3 Windturbinen in mein Inventar. Zuh. Ja, Gott sei Dank nur noch 2. Nicht runterfallen. Da liegt noch ein Motor. So, habe ich alle? Ja, ich habe alle. Prima. Das heißt, wir können jetzt gucken, ob ich hier heil wieder wegkomme. Denn wenn nicht, habe ich ein Problem. Muss ich einfach mal erwähnen. So. Wir haben noch 5 Stunden Strom nach aktuellem Stand. Ich mach die Trägheitsdämpfer an. Ich mach Parken aus. Wir haben nicht lange Strom. Wir haben nicht lange Strom. Ich drehe mich jetzt gleich mal in die Richtung, wo die Schredder steht. In die hier. Ich bin gerade am überlegen, ob ich überhaupt noch Eis mitnehmen soll. Ich überlege es ernsthaft. Wir haben noch 46 Tonnen. Aber ich bin im echt am überlegen, ob wir nicht lieber auf dem Eisplaneten Eis holen, weil... Komm. Boost. Wir sind so schon schwer genug. Boost. Komm, 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 komm. Mehr Boost. Mehr Boost. Oh oh. Oh oh. Ich muss hier senkrechter, sonst habe ich nicht genug Boost. Ach du Scheiße. Komm. Ja. Jetzt habe ich ihn.
Ne, immer noch nicht. Wir fliegen immer noch nicht geradeaus nach oben. Ihr seht es unten rechts am Ding. Die zwei Triebwerke, die zwei Lifttriebwerke können ihn nicht ordentlich halten. Komm schon, wir haben schon 10 Kilometer. Wir haben nur noch 0,45 G. Doch, jetzt fliege ich auch geradeaus. Jetzt ist alles gut. Okay. Klar, viel Sprit brauchen wir hier hoch nicht. So. Atmosphärentriebwerke aus. Jetzt können wir voll auf Wasserstoff fliegen. Aber ja. Das ist ein Planet. 32 Kilometer bis zum Shredder. Das sollten wir locker schaffen. Also, natürlich schaffen wir das. Wir haben so viel Sprit. Was sagt das Eis? Das restliche 32 Tonnen. Ja, und fast 4 Tonnen Schotter noch mitgenommen. Das ist okay. Weniger Schub, nur noch 19% Schub. Das ist gut. Das funktioniert prima. Komm. Weiter. Schneller? Nein, ich weiß, arg viel schneller geht nicht. Und wir sind ja schon schneller wie normal. Jetzt überlegt euch mal, wir würden alles mit 100 Metern pro Sekunde machen. Puff. Ich hätte einfach mal jetzt schon nicht Folge, was, 48, 47, sondern halt 70. Ihr hättet 10.000 Folgen nur mit geradeausfliegen gesehen, weil es einfach viel zu lang gedauert hätte. Weil das dauert ja jetzt schon lang. Im Ernst. Space Pirate Mayday. Ja, nee. Dann gehen wir an den Eisplaneten oder gehen wir zu dem Lavaplaneten. Nee, ich glaube, ich mache zumindest die zwei Booster-Triebwerke, die ich an der Shredder vorhab. Die hinteren. Ich habe da was vor. Das mache ich als erstes. Und wenn ich das habe, dann tue ich das noch tanken. Und wenn das nämlich getankt ist, dann gehen wir zu dem Lavaplaneten. Und den werden wir erkunden. Den werden wir ordentlich erkunden. Und auch mal gucken, ob wir da was finden. Vielleicht Uran oder so. Keine Ahnung. Ui. Ich sehe mein Schiff. Und wir haben auch kaum noch Gravitation. Gravitation ist schon fast wieder weg. Ist das nicht schön? Noch 11 Kilometer und dann sind wir da. Schön, ne? Keinerlei Gravitation mehr. Das heißt, ich kann... warum wirst du langsamer? Weil ich meine Bremstriebwerke anhab. Die kannst du aber eigentlich auch anmachen. Genauso wie die Ionentriebwerke. Dann kann ich wenigstens ordentlich bremsen. Also, wenn es soweit ist. Das war einmal kräftig anbremsen. Ja, komm. 80 Meter pro Sekunde ist okay. Schief. Und dann hoffe ich, dass das Silber ausreicht für den Arc-Reaktor. Ich hoffe es echt. Bremsen. Mehr bremsen. Und dann muss ich auch hier von dem Schiff den Bohrer nochmal wegmachen. Ich werde auch den Bohrer vorne nicht dran lassen. Ich habe für den Bohrer am Orbital Jumper habe ich eine Idee. Das muss ich mir aber mal angucken, ob das so funktioniert, wie ich das haben möchte. Das weiß ich noch nicht.
So. Machen wir mal Wasserstofftriebwerke aus. Okay, vielleicht auch nochmal an. Weil ich will den ja nachher da parken. Huch, bisschen nah dran, wa? Aber jetzt parke ich den mal hier. Wasserstofftriebwerke können jetzt aus, das ist okay. Türe zu. So. Und wir sind zurück im All. So, wie weit bist du? 39 von 160 Arc-Reactor-Komponenten. Capac Amaru? Was? Zebra Monkeys Fleet. Schlecht? Sehr schlecht? Wieso begegnen die mir jetzt schon? Das sind übrigens Dangerous Encounter. Ich hoffe, die greifen mich nicht an. Ich bin noch nicht so weit. Ich bin nicht bewaffnet, Jungs. Das ist nicht gut. Du hast Sprit. Wie viel? 30%. Wow. Ne, die greifen mich nicht an. Aber das war Capac. Also, ne? Das war halt tatsächlich eine echte Nachricht von ihm. Damals in Survival Unlikely. Fehlt dir etwas zum Produzieren? Oder produzierst du einfach nur saumäßig langsam? Fehlende Materialien. Schotter fehlt dir. Schotter. Dem fehlt echt nur Schotter. Das können wir beheben. Wo ist mein... Da. Schotter. Nein, und ich werde die Zebra Monkeys nicht angreifen. Ich bin nicht gewappnet. Weil Capac dürfte die Bitter Pill geflogen sein. Nein, gegen das Teil habe ich genau keine Chance. Also nein, nie, niemals nicht. Never ever. Im Ernst. So, produzierst du jetzt wieder? Ja, er produziert, weil er ein bisschen Schotter bekommen hat. Voll toll. Dauert halt nur Ewigkeiten. Ich brauche wieder einen Cargo-Zugang. Und ich brauche auch noch mehr Triebwerke. Also mehr Wasserstofftriebwerke grundsätzlich. Jetzt kommt der Punkt. Die Tankpots, die ich vorhabe. Da kommen zwei Stück hin. Einer hier. An die Seite. Und einer auf die andere Seite. Au. Sag mal. Munition. Da. Und dann werfen wir das nämlich auch mal da rein. Ich werde hier keine runden Tanks verbauen, weil ich werde das nutzen. Triebwerksseitig werde ich das nutzen. Denn jetzt kommen hier zuerst mal... Nein. Erstmal selbstverständlich in Weiß. Weiß und kein Skin. Weil ich will das triebwerksseitig nutzen. Ich will das Teil flugfähig in allen vier, genau. In allen Lebenslagen. Das heißt, ich möchte 1, 2 und drüben das gleiche. 3, 4. Und da auch. Jetzt überlege ich gerade, mache ich nur eine Reihe oder mache ich gleich zwei Reihen? Weil da kommen nämlich auch Triebwerke rein. Ne, ich mache nur eine Reihe hier. Und dann dafür... Und jetzt kommen wir nämlich zum interessanten Part. Ich brauche Stahlplatten. Das wird nämlich etwas teuer. Das kann ich zugeben. Also teuer wird das definitiv. Die ganze Konstruktion. Großer Wasserstofftank. Genau.
Nein, hier kommt noch kein Wasserstofftank hin. Oder mache ich das? Das ist schwierig. Das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Ich muss nur ein bisschen umplanen. Ich brauche ja auch entsprechend viele H2O2-Generatoren, dass das so funktioniert, wie ich das will. Deswegen kommen das auch noch zwei Stück hierher. Zwei Stück? Nein. Nur einer. Nur einer, das wäre sonst übertrieben. Und dann kommt hier vorne dran ein Tank. Und hinten dran ein Tank. Und vielleicht will ich's echt so übertrieben, Mutterschiff-mäßig? Die Frage ist, wenn ich das jetzt so mache, kriege ich da noch mein anderes Schiff dazwischen? Nee, kriege ich nicht. Ich brauche das ein bisschen. Ja, ich weiß, wie ich es mache. Also, auf jeden Fall die zwei Tanks. Es kommen aber vier Tanks pro Seite hin. Ich habe da gerade eine Idee. Die könnte funktionieren. Vielleicht. Vielleicht. Ich brauche dafür aber interne Panzerung. Wo sind meine Komponenten? Da. Gib mal interne Panzerung. Weil. Da hätte ich gern die. Naja, das sieht nachher eh keiner. Im Ernst, das sieht nachher eh niemand. Aber so. Und so. Und dann. Weitere Tanks hier. Oh oh. Oh oh. Das war knapp. Ich hatte keinen Sauerstoff mehr. Ich hab keine Sauerstoffflasche dabei. Verdammt. Gott sei Dank habe ich hier einen druckbeaufschlagten Raum. Sonst hätte ich echt ein Problem gehabt. Gib mal wieder eine Sauerstoffflasche. Huiuiui. Das war knapp, Junge. Füll mal alles wieder auf. Ja. Ich wollte nur mal erwähnen, dass es ziemlich dumm laufen kann. Also ziemlich. So, trink mal was. Danke. Und so. Und haben wir auch was zu essen da? Haben wir nicht. Kann ich was zu essen machen? Ja. Nee? Wie nee? Algensojazeug. Aus Algensojazeug kann ich doch irgendwas machen. Oder muss ich da zuerst Tofu draus machen? Ja. Nee. Wie nicht? Space Meal Bars. 1, 2, 3. Dass ich hier drin was liegen habe, aber ich kann ja auch hier. Hab ja hier. Friss. Danke. Okay. Wäre das auch mal erledigt. Ich habe wieder gegessen. Ich sterbe nicht mehr einen qualvollen Tod. So. Das heißt, wir machen auch hier einen Tank dran. Das wird doch leicht übertrieben. Dann machen wir da noch einen O2H2-Generator dazwischen, aber nach unten. Das wird sehr breit, will ich einfach mal erwähnen. Das wird sehr breit und sehr mächtig. Gefällt mir das? Ich bin mir nämlich unsicher, ob mir das so gefällt. Weil ich will eigentlich, ich will die vier großen Wasserstoff-Boost-Triebwerke. Die will ich definitiv. Aber will ich vier Wasserstoff-Bremstriebwerke?
eigentlich nicht. Weil das ist total Overkill. Würde ich mal behaupten. So. Sorry, gab nochmal eine Unterbrechung, aber nicht so tragisch. Ich bin mir immer noch unschlüssig. Ich bin mir unschlüssig mit der Anordnung. Ich hätte schon gern so. Auf der anderen Seite sieht das dann halt aus als... versteht ihr, was ich meine? Dass es komisch aussieht? Ich weiß nicht. Wenn ich das jetzt von oben angucke, klar ist sie dann hinten breiter. Aber die muss dann auch in der Mitte ein bisschen breiter werden und... Das ist blöd. Das ist blöd, wenn das nicht so läuft, wie ich das will. Wie weit bist du? 58 von 160. Das dauert noch ein bisschen. Weil vier große Wasserstofftriebwerke wäre so schon nice. Auf der anderen Seite, was ich natürlich auch machen könnte, wäre, da müsste ich zwar designtechnisch mir echt was einfallen lassen, dass es nicht ganz kacke aussieht, aber so und dann hinten den großen Tank dran, dass es so ein bisschen nach außen steht. Das wäre cool. Oder? Ja. Nach oben und nach außen. Das wäre cooler. Dann könnte ich auch hier vielleicht noch eine zweite Verbindung reinmachen. Theoretisch. Oder einen weiteren O2H2-Generator. Weil das funktioniert ja auch so. Dann ist es auch an mehr als einer Stelle verbunden. Ja, doch. Doch, das ist besser. Und dann sind es halt doch 8 Tanks. Also insgesamt 9. Das ist viel. Das weiß ich, dass das viel ist. Und das Problem ist, ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich den hier platziert habe. Das heißt, um zu wissen, wie ich den platziert habe, muss ich den schweißen. Das kann man ja aber machen. Das ist ja kein Ding. So. O2H2-Generator. So. Ah, den, ja, logisch hatte ich den so. Weil sonst hätte es nämlich gar nicht funktioniert. Okay, das heißt, ich mache das drüben genauso. Das heißt, ich brauche auch drüben Stahlplatten und interne Panzerung. Mach mal so. Und mach gib interne Panzerung. So, dann kommt nämlich auch hier drüben der O2H2-Generator hier hin. Ich hoffe, also es wird klobig. Das Teil wird groß. Auf der anderen Seite, dafür sind wir ja da. Ich wollte doch unbedingt was Übertriebenes bauen. So. Und so. Und dann brauche ich die Rohre. Einmal so und einmal so. Richtig? Richtig. Und dann brauche ich einen Tank. Hier. Yep. Einen Tank hier. Dann einen O2H2-Generator hier. Und einen weiteren Tank da. Und einen weiteren O2H2-Generator hier. Taha. Dann können wir das nämlich mal verschweißen. Machen wir mal so und so. Und da gibt es nämlich auch zwei große Bremstriebwerke hinten. Zumindest im Moment. Ja, das Verschweißen ist jetzt halt ein Riesenaufwand. Wenn ich kein Cargo-Board in der Nähe habe. Also, außer den hier vorne. Aber das wird vermutlich nur vorübergehend so. Denn ich habe da auch noch andere Pläne. Ich hoffe, das alles mal raus. Genau. Ich würde nämlich vorne noch so was Ähnliches hinmachen.
Also nur was Ähnliches. Das ist schwierig zu erklären. Aber ich will, dass das Teil mächtig wird. Also wirklich mächtig. Und nachher auch natürlich entsprechend bewaffnet. Dass wir uns auch mit einem entsprechenden... Ich kann keine großen Starrohrinnen nehmen. Warum nicht? Weil die Montageanlage zu langsam ist. Hallo? Ich brauche Stahlrohre. Und ich brauche viele. Okay, ich muss wahrscheinlich ins Autocrafting rein. Ich brauche deutlich mehr Stahlrohre. Das hat sonst keinen Sinn. Und vor allem könnte ich mal meine Flaschen füllen. Kleiner Wasserstofftank. So, und dann hätte ich gern noch den Sauerstofftank. Haha. Ist das mal voll? Stahlrohre. Large Tube. 50 hätte ich da gern. Mach mal 100. Material haben wir genug. Und zur Not kann ich nochmal Stein holen. Muss ich früher oder später sowieso, weil wahrscheinlich mein Schotter nicht ausreicht. Aber ja. Ne? Sollte so klappen. 47 von 80. Ja, okay. Das Zeug da hinten schweißen, das dauert. Okay, es ist alles fertig, bis auf die Stahlrohre. Okay, ja. Es fehlen halt echt Unmengen große Stahlrohre. Vielleicht kann ich nebenher noch andere Sachen schweißen, die keine großen Stahlrohre benötigen. Zum Beispiel das. So, als erstes nebenher. Wird Zeit, dass der Arc-Reaktor fertig wird, dann habe ich da hinten nämlich auch einen Cargo-Port. So, ist das fertig. Und da drüben auch. Und ich will das designtechnisch auch so, dass es nachher eins ist. Ich will nicht, dass es aussieht, als ob es nur angeschweißt wäre. Aber dass es so proportionstechnisch mal ein bisschen... einen Gedanken bekommt, weil hier oben drauf kommt nachher auch der Parkplatz für den Kollegen hier hin. Das heißt, ich werde das Heck in der Mitte vermutlich minimal, nicht verlängern, aber flacher machen. Das heißt, der ganze Aufbau hier oben kommt vermutlich weg. Und der Verbinder kommt ein Stück weiter vor, irgendwo hier. Oder ich mache ihn hier direkt drüber, das weiß ich noch nicht. Das muss ich angucken, wenn das drumherum fertig ist. Das wird sehr groß. Und ich mag das. Ich mag es, wenn es groß, da so groß wird. Oh, komm, kannst du nicht erstmal Stahlrohre, mach Stahlrohre. Komm. Stahlrohre, die sind wichtiger. Arc-Reaktor-Komponenten. Die dauern echt Ewigkeiten. Und wir haben nicht mal die Hälfte. Im Ernst. Mach mal das Schweißgerät aus. So. Lass mal nochmal in die Montageanlage gucken. Du hast nur noch eins jetzt im Moment und dann kannst du Stahlrohre produzieren. Komm, mach das mal fertig. Weil das ist ja grausig. Danke. So, machst du jetzt Stahlrohre? Ja, endlich. Weh. Schon wieder 4? Dein Ernst? Nein. Nein. Ich hätte wenigstens einen Tank gern fertig. Okay. Komm. Du hast schon wieder dein Schweißgerät im Gesicht, Junge. Ah ja. Jetzt kommen wir... Tada! Tank Nummer 1 erledigt. Okay. Da fehlen jetzt nur 70. Was? Ich bin gerade gegen die Gatling geflogen. Ist das jetzt dein Ernst? Nein, ich will nicht hier. Und ich will auch nicht hier. Ich würde gern hier.
spawnen. Da habe ich noch ein Survival Kit. Achso, das ist das. Ich muss meine ganzen Respawn-Punkte benennen. So. Danke. Da schwebe ich. Flup. Flup. Hui. ja. Das schaff auch nur ich. Im Ernst. Jetzt machst du wieder die Arc-Reaktor-Komponenten. Aber er macht jetzt nur so viele, dass das Autocrafting glücklich ist. Richtig? Richtig? Ja. Komm schon. Komm schon, mach einen und dann mach wieder ein paar Stahlrohre. Come on. Boah, dass die Dinger so ewig dauern, das ist ja übel krank. Mach eins raus. Komm. Die Stahlrohre sind so viel schneller. So. Nicht an der Gatling hängen bleiben. Wieso renne ich eigentlich so weit? Ich habe hier einen Cargo-Port. Genau hier. Genau hier habe ich einen. Naja, nee. Renn lieber 200 Mal um die Base. Mindestens. Das ist wichtig. 200 Mal um die Base rennen ist echt wichtig. Na komm. Mach. Jetzt hat er den rausgenommen. Na okay. 29. Neunzehn. Vier. Alle. Yay. Tada. So, dann machen wir jetzt als erstes die O2-H2-Generatoren. Bevor wir die restlichen Tanks machen. 74, was? Stahlplatten. Du hast nicht genug Stahlplatten. Oh, wie viele Stahlplatten habe ich im LCD... LCD-Panel Autocrafting. Nein, nicht benutzerdefinierte. Dann öffentlichen Text. Steelplate. 800. 800. Warum kann ich denn... Warum kannst du die denn hier nicht rausnehmen? Wenn ich angeblich so viele habe. Ich habe noch 5. WTF. Wieso, hä? Wie doof? Wenn ich dem 800 Stahlplatten angebe. Jetzt hat er alle. Moment, das müssen wir gleich mal prüfen. Nicht, dass da irgendwas nicht richtig funktioniert. 800 Stahlplatten, die sollte ich mit zwei O2-H2-Generatoren jetzt nicht unbedingt leer kriegen. So, theoretisch. Oder? Och, die großen Stahlrohre, ne? Es fehlen Stahlplatten. Es fehlen grundsätzlich momentan einfach nur Stahl... Ah, jetzt macht er die von mir gewünschten 800. Und zwischendurch wieder große Stahlrohre, weil das ist ja zwingend notwendig. Und den anderen Kram. Na komm. Das ist ja... Okay, vor allem ist es auch gar nicht so schnell, ne? Mal Stahlplatten. Ich habe doch 2 Speed-Module dran, oder? Tank? Ja, nice. Ja, jetzt sind die Stahlrohre fertig, bevor die Stahlplatten fertig sind. Ja. Moment. Das machen wir jetzt noch. Wir checken jetzt mal. Wir haben da Produktivität. Wir haben da Produktivität. Wir haben da Energiesparmodul. Ja, das ist okay. Was habe ich oben? Oh.
Habe ich obendrauf keine Module sitzen? Ja. Weil nicht geht. Okay. I'm sorry. Mach das mal weg. Ich brauche ein Modul. Wir machen da jetzt ein Geschwindigkeitsmodul dran. Das ist mir jetzt egal. Weil... theoretisch sollte uns der Strom auch nicht ausgehen. So. So, jetzt ist er nämlich dreimal so schnell wie normal. Jetzt sollte hier auch was abgehen. Richtig. Und da ist noch ein Tank fertig. Nice. Es klimmt nur an den Stahlplatten. Es klimmt ausschließlich an den Stahlplatten. Aber die Geschwindigkeit ist dann doch eher was für mich. Ich habe auch überlegt, ob ich die Montageanlagen und Raffineriegeschwindigkeit in der Map grundsätzlich, also in meinem Gameplay hier, grundsätzlich größer stellen soll, dass ich nicht so lange auf Zeug warten muss. Da könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was... ihr sagt, soll ich die Geschwindigkeiten hochstellen, dass ja in der Daily Dose darum geht, dass ich auch was erreichen will? Oder soll ich die so lassen und tatsächlich, weil ich könnte ja bei der höheren Geschwindigkeit trotzdem mit Speed-Modulen arbeiten. So wäre es ja nicht. Aber ja, lasst mal hören, was ihr dazu denkt. Geschwindigkeit hochstellen oder Geschwindigkeit so lassen, wie ist? Wird mich jucken. Lasst mal hören. Machen wir den einen Tank mal noch fertig. Na, fehlen noch 8 Stahlrohre. 6. Jetzt fehlen noch Stahlplatten. Eine Menge Stahlplatten. Okay, die Montageanlage, die hat echt ordentlich zu tun. Ich sollte im Autocrafting vielleicht hier auch Zeug hochdrehen. Oder ja, das mit der Geschwindigkeit. Schreibt, wie gesagt, das wünsche ich mir von euch in den Kommentaren. Meinung. So, wie sieht das jetzt aus? Es wird klobig. Es wird klobig und das ganze Schiff muss dann ein bisschen breiter werden. Definitiv. Das ganze Schiff muss breiter werden. Aber ich bin auch der festen Überzeugung, dass das Schiff auch noch länger wird. Weil die Form, die ich hier vorne habe, die würde ich gern weiterführen, aber breiter, tiefer und länger. Ich will, dass es bulliger aussieht. Zumindest sobald wir die Bohrer hier nicht mehr haben. Die würde ich noch dran lassen, weil wir werden nochmal Gestein brauchen, weil wegen Schotter. Und dann, ja... dann ja. Die Folge heute war jetzt etwas wirr. Das kann man wohl so sagen. Ich hoffe aber trotzdem, dass ihr ganz viel Spaß hattet beim Zusehen. Ich werde wahrscheinlich zwischen den Folgen hier das Zeug mal voll verschweißen. Mal gucken. Dass wir beim nächsten Mal gleich mit... also beim nächsten Mal morgen... gleich mit interessanten Dingen anfangen können, nämlich dem Ganzen auch irgendwie Form und Triebwerke verpassen. Und dann müssen wir nämlich zu dem Eisblock zurück und das Teil tanken. Dann wäre nämlich auch noch der Gedanke, Notfallbatterien. Und die Notfallbatterien möglichst laden. Jetzt kommst du gar nicht mehr hinterher. Nee, jetzt produziert er wie bescheuert, weil er jetzt gar nicht mehr hinterherkommt. ja, und dann wahrscheinlich runter landen und hoffen, dass ich mit ein paar Windturbinen die Reaktoren unterstützen kann, dass ich nicht so viel Strom verbrauche.
Oder einfach drauf scheißen und hoffen, dass ich an mehr Uran rankomme. Oder beziehungsweise, dass der Arc-Reaktor halt, ne, hier, zuverlässiger ist. Ist mal was. Gibt heute Burger. Und ja, bis dahin bedanke ich mich jetzt bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß. Und ich sage, bis morgen. Macht's gut. Macht's gut. Nochmal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.